Das Stück beginnt am ersten Tag nach einem großen Krieg. Cleon, mein neuer Kaiser, der neue König des Landes. Der neue König gibt ein Gesetz aus, das im Grunde ein Gesetz ist, was sich gegen die Götter richtet. Heute würden wir sagen, gegen die Menschlichkeit. Von Polyneikes Leichnam sagen sie, man habe es in der Stadt verkündet, dass man ihn in keinem Grab berge, ihn nicht betraue. Unbeweint soll man ihn lassen. Antigone widersetzt sich diesem Gebot und begräbt gegen den Willen und gegen die Androhung von Todesstrafe ihren Bruder. Der Cleon ist, ach, das ist nicht nur Donald Trump, das ist Recep Erdogan, das ist Wladimir Putin, das ist Viktor Orban. Also wo wir hingucken, finden wir diese Cleons, die gerade heute, die sich auf ein altes Prinzip von einem missverstandenen Rechtsstaat sozusagen stützen, ihre Autorität. Den Menschen ist gemeinsam, dass sie irren. Doch ist nur der von Rat und Glück verlassen, der im Irrtum immer weitergeht. Dieser große Krieg, der dem Stück vorangeht, wurde von zwei Brüdern ausgelöst. Es war für mich eine Überraschung auch, als ich erkannt habe, dass es diesen Bruderkrieg hier in Südkärnten auch gegeben hat. Und deswegen sind die Assoziationen da, also deswegen treten zum Beispiel die drei Sängerinnen auf und singen die Partisanenlieder. Ich glaube, dass es heute ganz viele Beispiele von Antigones gibt. Deswegen ist es noch immer ein sehr wichtiges Stück und soll auf jeden Fall zum Denken anregen, in welchen Bereichen man selber vielleicht ein bisschen mehr Antigone sein kann.